Heute wieder am Stand. Das ist die letzte Aktion oder die letzte Handlung im Bannwarmverfahren. Ich hole die letzte Fangwabe raus und ersetze die. Habe hier schon was mitgebracht, so alte Brutwarm. Dunkle. Da, die nimmt sie eher zum Brüten an. Und tue die dann als Ersatz da rein und die Bannwabe raus. Fangwabe, also ist ja eigentlich eine Fangwabe, eine Varroa-Fangwabe. Ja. Bin mal gespannt mit dem Wetter. Hat geregnet bis jetzt, sieht man noch am Rasen hier, an der Wiese, alles nass. Die Mädels sind alle zu Hause, das wird ein Spaß. Gut, dann bis gleich. Die Bannwabe kennt man sofort von außen, also wenn man reinguckt, ist die einzige, wo verdeckelte Brut ist. Also. Und hier ist die erste verdeckelte Brut nach dem Freilassen der Königin aus der Bannwarmtasche. Die Stifte. Gut, mehr brauchen wir gar nicht gucken.
So, ging ja doch besser wie gedacht. Ich habe gedacht, ich werde schön angefallen, aber nö, war nicht so. Ja, und das mache ich jetzt, wie gesagt, bei den anderen noch. Und dann sehen wir uns wieder. Mal was anderes. Ich bin auch nebenbei am Streichen. Ich streiche die immer weiß, damit man den Dreck besser sieht. Nee, Quatsch. Ist natürlich wegen der Sonne. Die werden dann nicht so heiß. Kann jeder mal ausprobieren, die Hand drauflegen auf eine weiße Kiste und eine schwarze Kiste oder eine dunkelfarbige Kiste. Was da für ein Temperaturunterschied ist. Gut. So, hier habe ich gerade die Bannwabe rausgenommen und festgestellt, dass da jede Menge Weißelzellen drauf sind oder Nachschaffungszellen. Dann habe ich da den Brutraum durchgeguckt und keine Königin gefunden und keine Brut. Hier hatte ich eine 21, also von diesem Jahr eine Königin zugesetzt, nachdem ich die hier letztens die alte rausgenommen habe. Und der Käfig war auch leer. Aber sie scheint weg zu sein. Jetzt werde ich hier eine Weiseprobe machen und muss mir dann erstmal eine Wabe organisieren. Und die tue ich dann rein. Hier mal die. Mal sehen. Ist jede Menge Weisezellen angesetzt. Da ist auch noch eine. Hier unten. Und da. Tja. Schade. Muss mal gucken, welche Königin das war. Gut, bis gleich. So, die Weiselprobe ist drin. Ich muss mich beeilen, hier sind lauter Spürbienen unterwegs. Das könnte böse enden. So, ich muss abbrechen. Ich mache jetzt keine Kiste mehr weiter auf. So sieht das aus, wenn die Wilden unterwegs sind. Die stürzen sich auf alles, für jeden Tropfen, den sie jetzt finden. Ich habe schon die Fluglochkeile reingemacht und den Flugloch ein bisschen verkleinert. Das bringt nichts. Gut, dann mache ich morgen früh weiter. Den klebrigen Besen haben sie auch gefunden. Ja, also wenn sowas ist, dann hört auf. Ich mache jetzt noch die anderen Fluglöcher kleiner. Und morgen versuche ich es nochmal. Hab nur noch ein paar Völker. Dann kann ich auch gleich die Weiseprobe kontrollieren. Und eventuell noch eine Königin zusetzen. Die suchen jetzt alles ab. Die sind alle so orange. Hier aus dem Ableger hatte ich die Weiseprobe genommen. Und da sind wohl welche auf den Geschmack gekommen. Aber die sind so stark, die können sich normal gut verteidigen. Die haben auch kein großes Flugloch. Und hier hinten stand die eine Wabe, die hatte ich da hingestellt. Und da waren ein paar Troppe. Und jetzt sind sie wie die Irren. Irgendeiner hat Bescheid gesagt und alle anderen kommen. Obwohl fast oder gar nichts mehr da ist. Egal. Ich glaube auch, das ist das erste Volk gewesen, was ich aufgemacht habe. Weil die haben ziemlich heftigen Flugverkehr. Ja. Da sind auch viele Orangene dabei. Das könnte das gewesen sein. Also das wird jetzt nicht beräubert. So, jetzt bin ich wieder da. Und sie sind schon fleißig am Fliegen. Die Sonne scheint fast, hätte ich gesagt. Hat mal kurz gerade. Jetzt gucke ich mal hier. Hier, das war das Volk.
dass ich gerade offen hatte, wo die Räuberei losging. Das hatte ich dann ein bisschen verengt. Und ja, ein paar tote Bienen liegen unten im Gras. Aber nicht so viele, dass man von einer großen, ausgebrochenen Räuberei sprechen kann. War wahrscheinlich noch rechtzeitig genug, dass ich abgebrochen habe. Aber die haben noch ein paar in der Mangel hier. Ich lasse das jetzt erstmal noch so. Weil da ist die Weiseprobe noch drin, da muss ich noch gucken. Gut, dann mache ich mal weiter. Und hoffe, dass alles ruhig bleibt. So, jetzt habe ich alle Fangwaben raus. Die letzte ist schwere Räubereigefahr hier. Überall sind Suchbienen unterwegs, die irgendwo was finden und dann geht's los. Hier bei dem Volk ist ja die Weiseprobe drin. Und da habe ich das Flugloch verengt wegen Räubereigefahr. Genau, da liegen schon wieder, da liegen tote Bienen. Jo, das lasse ich jetzt auch so, weil die haben keine Königin, nehme ich an. Und wie gesagt, Bannwarmverfahren ist vorbei. Müssten jetzt größtenteils varroafrei sein, hofft man. Da liegen Tote. Also das lasse ich hier definitiv so und werde es beobachten. Ich habe leider keine Königin mehr. Die müssen erst noch begattet werden. Also ich habe keine begattete Königin mehr. So. Ja, das ist, also hier irgendwas ist im Argen hier. Ich lasse das mal so. Gut, dann danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.